Tja, schönen guten Abend. Traditionsgemäß ist heute die Weihnachtssendung, die letzte Sendung von OrgaTV im alten Jahr. Herr Eisenbeiß, willkommen bei OrgaTV. Ja, Herr Scholz, ebenfalls willkommen bei OrgaTV. Beginnen wir mit Wein oder mit Wasser? Wir beginnen mit Wein. Okay. Okay, auf ein schönes Jahr und auf eine gute Sendung. Auf eine gute Sendung, bevor Sie, ja, genau. So. Ich würde sagen, fangen wir an zu arbeiten. Ja. Ich weiß von der Regie, dass irgendein Film vorbereitet ist. Das sind nicht die News, die normalerweise an der Stelle sind, aber es ist irgendetwas vorbereitet. Und ich glaube, bevor wir hier plaudern, soll das irgendwie abgespielt werden. Ist das so? Dürfen wir die Regie mal fragen? Und wenn das so ist, dann würden wir uns das jetzt anschauen. Okay. Okay, wunderbar. Man hat gesehen, wie synchron wir das alles drauf haben. Also das ist wirklich unfassbar. Ganz perfekt. Kriegen wir noch mehr solche Filme heute oder bleiben wir jetzt hier? Nee, ich glaube nicht. Das ist alles nicht jetzt. Also wir können jetzt eine reguläre Sendung machen. Okay, ich denke mit Genuss an die Zeiten, wo wir alleine in einem Studio waren, alleine alle Geräte bedient haben und nicht nur Überraschungen hatten. Okay, vielleicht bleibt es die einzige Überraschung. Dabei sind normalerweise die Frauen für bei uns fürs Tanzen zuständig. Ja, ja. Eigentlich müssen wir das jetzt nochmal nachholen, dass wir am Schluss noch ein paar Frauen damit tanzen. Aber naja, ist ja egal. Das ist die Gleichberechtigung. Das ist die neue Arbeitswelt. Ist die neue Arbeitswelt und das ist das Stichwort, Herr Scholz. Wir sitzen hier in einem etwas umgestalteten Orga-TV-Studio. Vielleicht kann die Kamera das mal irgendwie einfangen. Wenn man das als Zuschauer sieht, hier sind Planeten über uns. Kreisen zwar nicht, aber wir haben Planeten über den Köpfen hängen. Herr Scholz, warum haben wir Planeten und warum steht hier per Anhalter durch die neue Arbeitswelt? Was ist das Thema unserer heutigen Sendung? Ja, das ist im Wesentlichen das Gleiche, was hier hinten auf dem Plakat abgebildet ist, wenn das mal kurz bitte in die Kamera reinkommt. Das heißt, womit wir uns seit einiger Zeit beschäftigen, ist mit dem Lesen von Büchern. Und die Bücher, die wir seit einiger Zeit lesen, sind Bücher der per Anhalter durch die Galaxis in mehreren Auflagen. Ja. Da gibt es so 5 Bücher. Das ist ein ganz altes Buch im Übrigen, eine der ersten Taschenbuchauflagen. Und der konkrete Hintergrund für alle diejenigen, die jetzt zuschauen und das noch nicht gesehen haben, in der FAZ gibt es einmal pro Woche eine Kolumne, die von unserem Lehrstuhl aus gestaltet wird, die eben unter dem Titel steht, per Anhalter durch die Arbeitswelt. Und wenn ich das mal kurz in die Kamera halten darf, haben wir eine bewegbare Kamera eigentlich jetzt hier? Oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben... Eigentlich haben wir immer wirklich... Ja, aber das liegt jetzt daran, dass wir von draußen... Nein, okay. Ist nicht eingespart. Wir gut, filmen. Dann halte ich das mal in irgendeine Kamera hier, so... Und ich in die, je nachdem, welche schöner ist. Beide annehmen. So haben Sie 2 Bücher in der Kamera gehalten. Und mit den Büchern beschäftigen wir uns. Das heißt, das sind... Der Anhalter durch die Galaxis ist ein wunderbares Buch von Douglas Adams, der sich vor vielen Jahren damit beschäftigt hat, einen Reiseführer zu schreiben, wie man in der Galaxis sich auskennen soll. Und was Adams gemacht hat, ist, er hat ein ganzes Universum geschaffen, eben das Universum, das wir dort drüben auf dem Plakat sehen. Ein Universum, wo wir Dinge haben wie einen depressiven Roboter, wir haben bestimmte Planeten, wir haben Computer, wir haben sehr viele Dinge, die sich in diesem Universum tummeln. Und was wir jetzt in dieser Kolumne machen ist, wir versuchen bestimmte Dinge aus diesem Universum zu übertragen auf die reale Arbeitswelt. Und durch diese Kolumne auch so etwas wie ein Reiseführer zu schreiben, der sukzessive erklärt, wie wir durch diese heutige Arbeitswelt durchkommen. Also, ja, einen neuen Anhalter und eben durch die Arbeitswelt. Und hier haben wir auf dem Tisch eine ganze Menge von Dingen, die teilweise eben genau mit dieser Sache was zu tun haben, nämlich so ein bisschen beschreiben, was so in den letzten Monaten in diesen Anhalter durch die Arbeitswelt an Tipps hineingefunden hat. Und wir haben ein paar andere Dinge noch auf dem Tisch. Genau, traditionsgemäß ist ja auch die Weihnachtssendung so ein bisschen ein Jahresrückblick und wir haben ein paar ausgesuchte Sachen mitgebracht. Das heißt, ein bunter Strauß an Dingen, über die wir jetzt in den nächsten 20 Minuten reden. Also die Bücher tun wir jetzt mal weg. Dann sehen wir, dass am Schluss muss der Tisch leer sein.
Was ist eigentlich mit dieser Colaflasche? Gehe ich davon aus, dass es einer unserer Kameraleute einfach vergessen hat hier. Könnt ihr bitte mal derjenige, der die Colaflasche hingestellt hat, sie abholen? Wer oder es, ist, es könnte auch mein Weinersatz sein. Das ist kein Weinersatz, das ist Colaflasche. Bitte sehr, bitte ist er erhalten worden. Das sind so die Dinge, die also immer die Sache schwierig machen. Er hat auch noch ein paar Tipps, die auch noch hingelegt. Die wusste ich auch nicht, was das ist. So, wir haben übrigens nur als Hinweis für alle, die sich auf die nächste Publikation freuen. Ja. Das Original hat 1898 Seiten. Das heißt also, wir haben durchaus was vor, wenn der neue Reiseführer auf den Markt kommt. Gut. Mit was fangen wir denn an? Also es gibt noch für die Leser, die jetzt, Zuschauer, die jetzt glauben, das geht ganz schnell. Wir haben noch Dinge, für die gibt es keine Objekte. Ich würde sagen, räumen wir den Tisch mal leer einfach. Fangen wir mit was Harmlosen an. Eisenbeiß, was machen Sie mit diesem Handtuch? Das war auch eine Blog-Eintragung vor, glaube ich, 2-3 Wochen. Da ging es um Handtücher. Genau. Wir haben ein Handtuch dabei. Das Handtuch haben wir dabei, weil es ein Utensil ist, das man laut Anhalter durch die Galaxis und neuerdings vielleicht auch Anhalter durch die Arbeitswelt grundsätzlich bei sich haben sollte. Richtig. Das heißt also jetzt der Nutzeffekt für alle, die hier zugucken, grundsätzlich immer ein Handtuch dabei haben. Und jetzt schalten alle aus. Jetzt weiß keiner, um was es geht. Jetzt weiß keiner, um was es geht, aber das können Sie vielleicht erläutern, weil das Handtuch braucht man zumindest im Anhalter durch die Arbeitswelt jetzt. Richtig. Aus Ihrer Sicht beim Bewerbungsgespräch. Richtig. Das heißt, es gibt neuerdings eine wunderschöne Frage im Bewerbungsgespräch, die lautet, bringen Sie ein Utensil mit ins Bewerbungsgespräch, anhand dessen Sie klar machen, wer Sie sind, warum Sie sind und wofür Sie sind. Das ist die Fragestellung. Ja. Und etwas Ähnliches hat es eben, also erstens ist das jetzt eine neue Art der Fragestellung. Und das ist natürlich jetzt für die Bewerber in mehrfacher Hinsicht nicht ganz trivial. Weil erstens zeigt es, dass durchaus auch die Bewerbungsgespräche differenzierter geführt werden. Ja, wir werden nachher vielleicht nochmal zu sprechen kommen, dass die Anzahl der Bewerber pro Stelle auch zunimmt. Mhm. Und wir auf diese Art und Weise von Unternehmensseite aus wirklich auch Instrumente brauchen, die uns sehr klar sagen, passt der oder passt nicht. Mhm. Und nachdem wir ja mittlerweile kilometerweise Bücher haben, wie führe ich ein Bewerbergespräch auf Seiten des Bewerbers optimal, ja, sind die Bewerber auf so ziemlich alle Fragen, die ein Personaler stellen kann, optimal vorbereitet. Da kann einen nichts mehr überraschen, das sind Standardantworten, wir die dann kommen. Nach dem Motto, was sind Ihre Stärken und Schwächen? Ja, meine Schwäche ist, ich bin halt etwas zu perfekt. Okay, ja. Mhm. Das heißt, da glauben zumindest die Bewerber zu wissen, was die richtigen Antworten sind. Auf solche Fragen können sie es im Regelfall nicht. Mhm. Und da kam eben die sehr schöne Analogie zu dem Buch, weil eben Douglas Adams bzw. sein Protagonist auch den Leuten rät, wenn ihr durch die Galaxis fahrt, immer ein Handtuch dabei haben, weil das Handtuch suggeriert, wenn jemand sogar ein Handtuch dabei hat, dann hat er auch mindestens eine Zahnbürste dabei, ein Rasierapparat, ein Taschencomputer und. Ja. Ist also perfekt ausgerüstet und ist auf diese Art und Weise ein optimaler Mitarbeiter, ein optimaler Mitreisender, mhm, und den können wir also beruhigt einstellen. Okay. Heißt, damit es jetzt nicht falsch rüberkommt, es soll jetzt nicht jeder ein Handtuch unbedingt mitnehmen, aber er soll sich auf so eine Frage vorbereiten. Ja. Und im Zweifelsfall kann das ein Schokoriegel sein, den man mitbringt. Ich kenne jemanden, der Betreffende hat von einer Kinderschokolade geredet, die original noch ins Bewerbungsgespräch mitgebracht, mhm, wurde. Da ist alles dann möglich. Okay, also falls dann doch jemand mal ein Handtuch mitnimmt, dann sollte er sich bei uns mal melden und sagen, wir haben auf Ihren Rat tatsächlich ein Handtuch mitgenommen. Das, ja, wäre natürlich eine tolle Sache. Das kann so ein Handtuch sein, das so richtig so wie Ibiza aussieht. Ja. Nach dem Motto, also ich arbeite, um Urlaub in Ibiza zu machen. Wenn das jemand charakterisiert oder man sagt, okay, ich sehe meinen Beruf als Urlaub an. Für mich ist der Beruf Urlaub. Und genauso wie ich in den Urlaub fahre und als erstes packe ich mein Handtuch in den Koffer ein, wenn ich in Urlaub fahre. Wenn ich zu Ihnen zum Arbeiten komme, ist das Erste, was ich einpacke, das Handtuch. Weil die Beschäftigung bei Ihnen ist für mich wie Urlaub. Ja. Das kann ich dann noch einpacken. Jetzt fällt mir noch eine andere Analogie ein. Man könnte natürlich auch mit dem Handtuch dann beim Arbeitgeber den Bürostuhl belegen. Also im Urlaub werden ja oft diese Liegestühle früh morgens in aller Frühe mit den Handtüchern reserviert und dann wäre auch noch eine Variante. Also okay, aber es gibt genügend offenbar Analogien zu diesem Handtuch. Ich lege es unter den Tisch jetzt, das heißt Handtuch ist abgearbeitet. Gut, gehen wir nochmal durch. Was haben wir noch? Das nächste überlasse ich Ihnen zu erklären. Nehmen wir mal dieses schöne Utensil, ja, inklusive der Begründung vielleicht, warum das noch bei uns steht. Okay. Ich halte es in diese Kamera
ist ein wunderbar angefertigter Preis oder ein Pokal, möchte ich mal sagen. Und zwar verleihen wir den seit diesem Jahr einmal jährlich an die beste Webseite, die eines der DAX 30 Unternehmen ja, produziert hat, zu bieten hat. Und diese Analyse oder die Idee, wer ist der Sieger dieses Preises, wer hat die beste Webseite, das wird von unseren Studenten erhoben. Mhm. Die führen eine Studie durch, wie gesagt, gucken sich die Webseiten der DAX 30 Unternehmen an, anhand von bestimmten Kriterien. Es gibt da die sogenannte Cube-Formel, das heißt, es wird mal geschaut, was ist an Inhalten, also Content auf den Seiten vorhanden, was muss vorhanden sein und so weiter. Es wird geschaut, was ist, wie sieht es aus mit der Bedienerfreundlichkeit, Usability. Es wird überprüft Branding, also passt das zum Unternehmen oder und nicht nur passt es, sondern gelingt es über die Webseite eine Marke, ein Image rüberzubringen, zu transportieren. Und es geht um Emotionen, also gelingt es auch irgendwie die Leute, die ja diese Webseite aufsuchen sollen, irgendwie emotional anzusprechen. Und anhand dieser vier Kriterien, die in sehr vielen kleinen Unterkriterien dann abgeprüft werden, gibt es dann einen Sieger, der eben die meisten dieser Kriterien möglichst optimal erfüllt. Und das war in diesem Jahr die BMW AG. Mhm. Und ja, der Preis steht allerdings trotzdem noch hier, obwohl BMW ihn gewonnen hat. Und das ist der eher betrübliche Teil dieser ganzen Sache. Weil es irgendwie offenbar bei der BMW AG niemanden gab, der auch nur kurz mal vielleicht Zeit gehabt hätte, diesen Preis in Empfang zu nehmen. Was mich aber nicht im geringsten stört, denn damit haben wir den behalten. Und nachdem wir die Regel haben, Preise, die nicht abgeholt werden, verfallen, ja, ist dieser Preis bei uns geblieben. Allerdings ist auch hier ein Punkt, den wir, glaube ich, erwähnen müssen. Das Ergebnis des Bewerbes war nicht nur, dass BMW gewonnen hat, sondern war auch, und das charakterisiert ein bisschen die Situation der aktuellen Arbeitswelt, und das gilt insbesondere an Personaler, falls die jetzt per Zufall OrgaTV sehen, die Webseiten in den letzten Jahren, wir machen das jetzt schon wirklich 10, 15 Jahre lang, sind nicht besser geworden. Ganz klare Aussage, die Webseiten sind voller geworden, es ist immer mehr drauf, Content gewinnt, scheint die Logik zu sein. Wobei Content aber mehr durch Quantität und nicht durch Qualität definiert wird. Das heißt also, wir kommen jetzt in der Arbeitswelt gegenwärtig in ein Feld rein, wo man zwar immer mehr macht, aber es auch nicht besser macht. Mhm. Das fällt mit Benutzerführung an, User Interface ist nicht vernünftig gestaltet, Usability ist nicht sinnvoll, emotionale Ansprache ist im Regelfall miserabel geraten. Mhm. Das heißt, hier sind unheimlich viele Fehler. Man macht viel, man macht immer mehr. Man versucht, Massen anzusprechen und das funktioniert nicht. Bedeutet, und das ist, glaube ich, das, warum wir auch im nächsten Jahr noch viel mehr mit diesem Wettbewerb auch arbeiten müssen, die Unternehmen locken auf diese Art und Weise alle in der ähnlichen Form Bewerber an, qualitativ gar nicht differenziert. Ja. Und das führt dazu zu einem anderen Teil, den wir auch im Blog ja geschrieben haben. Da gab es einen Artikel mit der Überschrift zur Fatalität der flutartigen Absagen. Ja. Und da sieht man auch genau den Effekt. Wenn ich jetzt eine Webseite schreibe, die so undifferenziert ist, dass sich im Prinzip jeder bewirbt, der halt per Zufall auf die Webseite kommt. Ich dann sogar eine Situation habe, wo die Leute sich auch automatisch bewerben, also eigentlich schon Roboter haben, die letztlich die Felder ausfüllt. Ja. Führt das dazu, dass Unternehmen teilweise 30.000, 50.000 Bewerbungen bekommen. Das heißt, es werden ja immer mehr. Ja, ja. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass die Unternehmen entsprechende Automatismen brauchen, um hier letztlich diese Flut zu bewerkstelligen. Was ja auch wieder bearbeitet ist. Das heißt, wir kommen in eine Situation, wo wir eine Flut von Absagen kriegen. Letztlich profitiert von diesem ganzen System allenfalls die Zunft der Unternehmensberater, weil die sorgt dafür, erstes Erfolgskriterium, bei uns bewerben sich 50.000. Ja. Zweites Erfolgskriterium, ich habe die 50.000 bewältigt. Und das kann es nicht sein. Ja. Und deswegen hatten wir auch ein schönes Bild, ich weiß nicht, ob das Bild inzwischen eingeblendet wurde. Ja. Das war dieses schöne Bild aus dem Berliner Hotel, wo dieser Glaszylinder ist. Ja, ist da. Wo also eine Flut von Fischen drin sitzt. Ja, ja, ja? Ja. Und diese Flut, die da letztlich zur Verfügung steht, die Flut, die letztlich das Ganze ausmacht, das ist eine dieser Charakteristika, die wir eben in dieser neuen Arbeitswelt haben. Die Flut von Bewerbungen, die durch diesen Kosmos gegenwärtig geistert, die dazu führt, dass wir trotz zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen massenhafte Absagen haben, die Firmenimage kaputt macht, die Leute frustriert
und die letztlich Ineffizienz ins System bringt. Mhm. Und ein Schritt sind diese Webseiten. Mhm. Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Diese flutartigen Absagewellen sind natürlich für die Unternehmen insofern fatal, dass sich natürlich rumspricht. Ja, ja. Da gibt es einfach Absagen. Da braucht man gar nicht sich mehr zu werben. Ich habe eine Absage vom BMW, also kaufe ich auch kein BMW mehr als Auto. Mhm. Ja, und das eine, und aber auch als Arbeitgeber vielleicht. Ja, ja. Ja, und das kann genau der Punkt sein. Also A, Produktimage und B, dann auf die andere Seite her. Ja. Und deswegen ist das eine Entwicklung, die gerade die Arbeitswelt heute auszeichnet, wo wir eine wirkliche Fehlsteuerung zurzeit haben, die immer intensiver wird. Mhm. Das heißt, die Personalarbeit wird fast roboterartig automatisiert. Und wir kommen eben in eine Arbeitswelt, wo dann so ähnlich wie wir es auf dem Bild ersehen, eben so lauter kleine Roboter durch die Gegend fahren, zur Not miteinander kommunizieren. Mhm. Wenn ich jetzt der Arbeitgeber wäre und Sie wären der Arbeitnehmer, dann habe ich meinen Roboter, der im Zweifelsfall die ganzen Sachen ausfüllt, Sie, und im Zweifelsfall reden die miteinander. Mhm. Und das kann nicht die Lösung sein. Nee, das wäre verheerend oder ist verheerend. Ja, das führt unter anderem, um einen Satz noch dazu zu sagen, das ist auch etwas, was wir in dem Jahr gemacht haben und was ja auch in einem dieser Blogs drin stand, profitieren tun letztlich nicht nur Unternehmensberater, sondern eben auch Länder wie Indien, wo dann eben über Outsourcing-Strukturen Einheiten geschaffen werden, die diese Flut von unnötigen Aktivitäten teilweise versuchen zu bewältigen. Das heißt, dort werden ja diese extremen Outsourcing-Strukturen geschaffen. Dort werden ja, Bangalore ist ja ein Beispiel, wozu es ja auch einen Blog gab, ja. Gerade die Entwicklung, die man in Indien sieht, das ist ja eine brutale Entwicklung, die wir dort haben. Ja, so in der ersten Phase sind einige Inder ins Ausland gegangen und haben dort Karriere gemacht. Mhm. Ja, so das nächste war Low-Skilled Labor in Indien und also quasi so dumme Callcenter-Mitarbeiter, in Anführungszeichen, in Indien. Jetzt kommen wir sukzessive in eine Idee, wo auch die Inder schon anfangen, Arbeitskräfte aus anderen Regionen abzuziehen. Also hier entwickelt sich ebenfalls etwas. Das heißt, wenn man das wieder in diesem Planetensystem letztlich verortet, und das ist das, worauf wir letztlich rauslaufen, ja. Haben wir da eine Struktur, wo Bewegung in diesem Planetensystem ist. Und da wird vieles angezogen, eben gerade von Regionen wie Indien und beispielsweise auch von Vietnam. Mhm. Sowohl Arbeitsplätze angezogen, als auch, dass vielleicht Arbeitnehmer den Weg finden in andere Regionen? Oder? Ja, sowohl als auch, ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir also definitiv Arbeitsplätze verlagern. Wir waren dort unten, haben uns das angeguckt, da ist also ein riesen Gebäude von Accenture zum Beispiel dort. Das ist also riesig, um es ganz neutral auszudrücken. Cisco baut dort Produktionswerke. Mhm. Cisco baut dort aber auch Entwicklungscenter. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass da nur noch die Programmierer sitzen, die Software schreiben. Aber richtig auch Entwicklungscenter, die also weitergehen, dorthin gesetzt. Ja. Und das führt im zweiten Zug, genau wie Sie es gesagt haben, nicht nur zur Verlagerung von Arbeitsplätzen, sondern auch im Hinblick auf eine Sogwirkung auf gute Mitarbeiter aus anderen Regionen. Mhm. Und dann kriegen wir in Deutschland wirklich ein Problem. Das heißt, wenn also es nicht mehr so ist, dass die Inder jetzt bereitwillig eine Green Card von Herrn Schröder akzeptieren, das war damals so der Mythos, ja, ja. Sondern umgekehrt, erstens sind die ganzen Arbeitsplätze drüben und zweitens wandern auch mehr die High-Skilled Labor letztlich rüber. Da haben wir ein Problem. Mhm. Müssen wir im Auge behalten. Behalten wir im Auge? Und wir behalten es im Auge, im Blog. Kommt aber, ich überlege gerade, wir kommen zu dieser Tasse jetzt, würde ich mal sagen. Oh ja, die muss ich mal irgendwie so stellen, dass die wirklich würdig erfasst wird. Ich weiß nicht, ob die Tasse einigermaßen sichtbar ist. Ist auch der Aufdruck sichtbar? Darf ich das mal kurz fragen? Kommt der gut optimal rüber? Kommt optimal rüber, höre ich gerade. Die Regie zeigt also ganz begeistert den Daumen. Der Daumen geht auch nach oben, also kommt sie rüber. Und zwar kommt die Tasse aus dem Minju Hotel in Beijing. Herr Eisenbeiß, war eine schöne Dienstreise. War eine wunderbare Dienstreise. Wir haben es ja inzwischen ja fast schon. Nee, es ist. Wir haben jährlich eine interessante Dienstreise. Ja. Eine interessante Forschungsreise. Ist aber tatsächlich so, dass das auch mit Arbeit verbunden ist. Also da werden auch. Ja, natürlich. Also jetzt, also das Kultusministerium zuguckt, das ist nur Arbeit. Also, da werden auch Forschungsarbeiten präsentiert. Vorträge gehalten und so weiter. Ja, und in diesem Jahr waren wir in Peking, also schon wieder, eben waren wir in Indien, wir bleiben in Asien, aber jetzt sind wir in Peking und waren da auf einer Konferenz, der World Media Economics Conference, und haben uns zum ersten Mal, obwohl wir ja schon ein bisschen länger uns mit Medien beschäftigen, aber zum ersten Mal angeschaut, was so international die Medienökonomen
ja. Medienökonomie, was die denn so treiben, was die denn so forschen. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Befunde mitgebracht. Der eine Befund ist, was ist Peking? Ja. Und der zweite Punkt, was ist internationale Medienforschung? Genau. Machen wir es so, ich erzähle was über Peking und Sie erzählen vorher was über die Medienforschung. Okay. Diplomatisch ausgedrückt. Diplomatisch ausgedrückt. Wir waren ein bisschen enttäuscht. Kann man ja ganz offen sagen. Ja. Wir sind da hingefahren und haben gedacht, okay, da sind jetzt die Top-Vorträge, die Top-Forschungsprojekte werden präsentiert aus diesem Bereich Medienökonomie. Nachdem am ersten Tag erstmal nur das Land China sich präsentiert hat mit allem, was mit Medien dazugehängt und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Propaganda richtig, wobei, Inhalten. Wobei, da kurz interrupt, ja. Nicht mit allem, was dazugehört. Das heißt, die Tatsache, dass dort Webseiten zensiert werden, dass dort ausgeschaltet werden kann, dass da viele kleine Chinesen an vielen kleinen roten Knöpfen sitzen, Fernsehprogramme gucken und auf den Knopf drücken, wenn über eine Exekution berichtet wird. Ja, ja, das wurde schön verschwiegen. Wurde verschwiegen, ja. Aber nee, dann, die Konferenz ging dann ja auch irgendwann inhaltlich richtig los. Aber wie gesagt, wir waren da enttäuscht. Es war nicht so, dass wir jetzt gedacht hätten, wow, da gibt es jetzt was, wo wir richtig profitieren können für die Saarbrücker Forschung, für die Saarbrücker Lehre. Man will ja auch immer so ein bisschen was mitbringen, was man den Studenten Neues bieten kann. Es waren in vielerlei Hinsicht, das hört sich jetzt schlimm an, wenn ich das als junger Forscher sage, waren es Trivialitäten, ja. Wo man überlegt hat, ja, so nach dem oder spekuliert hat, was passiert denn, wenn jetzt Sony eine andere Art von DVD rausbringt oder ein anderes DVD-Format, wie sieht da ein Markt aus? Und die Konsequenz war dann einfach nur, naja gut, die Hersteller sollten dann vielleicht beide Laufwerke anbieten. Mhm. Also jetzt mal übertrieben gesagt, war das so das Niveau, auf dem das teilweise lief. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, wir haben auch sehr gute Vorträge gehört. Aber eben von diesen 40 bis 50 Vorträgen waren halt, sag ich mal, 5, wo wir wirklich sagten, super. Und die haben wir auch jetzt vor kurzem angeschrieben, mit denen wollen wir auch jetzt in engerem Kontakt sein im kommenden Jahr in 2007. Aber insgesamt waren wir nicht so, nicht so begeistert. Ich bin ganz überzeugt von Peking, das war lustig. Ja, jetzt sind Sie mit Peking dran. In Peking dran. Also die Tassen haben übrigens so funktioniert, für alle, die sich das vorstellen können. In diesen Tassen war natürlich, niemand hätte es erraten, Tee drinnen. Und das passiert wie folgt, in der Früh um 8 Uhr wird etwas Tee in diese Tasse gekippt und ab diesem Zeitpunkt kommen fleißige chinesische Kellnerinnen, laufen dauernd rein und füllen diese Teetasse immer wieder auf. Das heißt, die chinesische Teekultur ist nicht etwas so, wie wir uns das früher mal vorgestellt haben, dass da, also gut, Geishas sind jetzt nicht aus China, das weiß ich zwar auch, aber dass da eine liebe nette Teezeremonie stattfindet. Nein, es wurde 10, 12, 14 Stunden, wie viel auch immer, immer tüchtig in diese Tasse nachgefüllt. Aber Wasser nachgefüllt? Also nicht Tee. Nein, es wurde Wasser nachgefüllt. Wobei man jetzt sagen muss, der Tee hat am Anfang genauso geschmeckt wie am Schluss. Es war immer irgendwie Tee. Es war verblüffend, ja. Das spricht vielleicht für diese Teeblätter oder für das Wasser dieses Landes. Das kann man nicht beurteilen. Aber das wurde immer nachgefüllt. Ansonsten haben wir viel gesehen. Verbotene Stadt haben wir gesehen. Wir sind auf der Mauer rumgewandert. Ja. Chinesische Mauer. Mhm. Haben also einiges von dieser Stadt gesehen. War auf jeden Fall eine Reise wert. Auf jeden Fall. Und wir müssen unbedingt demnächst die nächsten Reisen planen. Wir müssen die nächsten Reisen planen. Aber nochmal genau zurück zu unserer Arbeitswelt. Das sind alles Dinge, die unsere Arbeitswelt radikal verändern werden. Weil da ist ein wirtschaftliches Potenzial, ob man das jetzt mag oder nicht mag, das da ist, dass die Globalisierung natürlich anheizt, massiv anheizt. Riesige Chancen, die dahinter stehen, faszinierende Projekte möglich, aber es ist eben eine andere Welt. Ja. Und China hat bestimmte Einstellungen zu verschiedenen Dingen, kann man jetzt im Detail diskutieren, aber es sind Unterschiede schon da. Mhm. Und da tut man schon gut dran, also die Idee, China nicht nur zu reduzieren auf die Fragestellung, wie kann ich verhindern, dass dem Gegenüber das Gesicht verliert, da steckt wesentlich mehr dahinter. Mhm. Deswegen werden wir auch in der nächsten Zeit gerade in einem Reiseführer durch die Arbeitswelt verstärkt auch ausländische Beiträge einbringen, weil sie hier doch sehr viel tut. Mit Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Gerade mit Auswirkungen, Sachen. Ja. Ja, ja. Da passiert ja relativ viel und mit den Sachen muss man umgehen. Was man in Peking auch gemerkt hat, war die unglaublich intensive Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Richtig. Und da wären wir beim Thema Sport. Und dann würde ich nämlich das nächste Objekt
das nächste Objekt. Ja, ich weiß. Wie kriegen Sie diesen Übergang hin? Haben Sie schon vorher lange überlegt? Nee, oder? Ist mir gerade eingefallen. Also, das ist eine Spontanität. Ja. Das ist ja, die spricht für die lange Erfahrung hier. So. Das müssen wir erstmal hier jetzt richtig hinhalten. Also, wir kommen zum Thema Sport. Und ist das erfasst? Ist in der Kamera. Kriege ich da irgendwie ein Signal? Ist da. Ich weiß jetzt nicht, ob an dieser Stelle Herr Kollege Stein aus Siegen uns anguckt, ob der OrgaTV sieht, aber... Wo ist er? Irgendwo muss er da sein. Ich sehe ihn nicht von hinten durch das Bild. Ja, ist doch, doch, hier in der Mitte ist er. Oh hier. Ja, oh ja, ah, er jubelt am meisten. Kann das mal bitte groß gezoomt werden? Ist es groß gezoomt? Kriege ich ein Zeichen? Ah, ist groß gezoomt. Ja, also hier, da in der Mitte hier, das ist eindeutig Herr Professor Dr. Volker Stein. Ja, und Thema Sport. Ich meine, Thema Sport, ja. Kein Jahresrückblick, auch nicht bei OrgaTV, kann auskommen ohne die Fußball-WM 2006. Ja, meine Prognose ist nicht eingetreten. Deutschland ist nicht Weltmeister geworden. Ich habe fest darauf betrüblich. Betrüblich. Ballack. Wenn der ein bisschen nicht so weggesprungen wäre, wäre das anders ausgegangen. Aber naja, okay. Wollen wir darüber nicht diskutieren? Warum steht dieses Ding hier? Das Ding steht in zweifacher Weise hier. Also erstens natürlich erinnert es an die Fußball-WM. Klar, WM hat jeder... Muss man ganz klar sagen, das war ein faszinierendes Ereignis. Ist auch inzwischen, ich will nicht sagen ausdiskutiert, aber breites diskutiert. Zeigt auch, und damit sind wir wieder bei unserer Arbeitswelt, wie man wirklich Begeisterung schaffen kann, wie man Begeisterung auch halten kann. Und ich will jetzt nicht sagen, der ganze Aufschwung ist nur wegen der WM, das ist hier vielleicht falsch. Aber man sieht, welche Dynamik passieren kann. Und das ist also wirklich absolut faszinierend. Man kann auch viel davon lernen, das diskutieren wir heute aber nicht. Die Frage, was hat Klinsmann gemacht, was hat Klinsmann nicht gemacht? Da haben wir ja schöne Diskussionsrunden auch gehabt in dem Jahr. Mit Feldkamp gab es eine schöne Diskussionsrunde in der Autostadt damals. Ja, ja. Nächstes Jahr haben wir vermutlich mit Meier von Nürnberg eine Veranstaltung. Mhm. Also Fußballtrainer bleibt uns erhalten als Thema. Ja, ja. Was noch interessant ist, und das ist etwas, das steht hier oben auch in der Überschrift drauf, erste Saarbrücker und Siegener PMG-Seminarsitzung. Das heißt, nachdem Herr Dr. Stein, der jetzt in Siegen ist... Und Professor ist. Und Professor ist, das müssen wir an der Stelle nochmal betonen. Letztes Jahr ja zumindest noch per Telefon hier vorhanden ist. Ja. Inzwischen aber vermutlich nicht mal mehr OrgaTV guckt, aber so ist die Welt. Haben wir die Tradition geweckt, dass wir einmal pro Jahr ein Seminar zu machen, Saarbrücken und Siegen Gemeinschaft. Und das war dieses gemeinschaftliche Seminar. Das Seminar begann allerdings betrüblich. Wir haben ein Fußballspiel gemacht. Siegen gegen Saarbrücken. Ja. Was heißt ja? Ich weiß es. Sie wissen noch, wie es ausgegangen ist. Ich weiß auch, wie es ausgegangen ist. Ich warte nur, dass Sie es sagen. Ich will das ungern sagen. Ach so. Ja, okay. Okay, wir schweigen darüber. Wir wollen nicht erklären, wie es ausgegangen ist. Ich kann nur erzählen, es wird im nächsten Jahr anders ausgehen. Dann werde ich mich drüber freuen. Okay. Erfreulich war natürlich, dass Deutschland an dem Wochenende gegen Schweden gewonnen hat. Richtig, und da waren wir in Bitburg, deswegen ist das jetzt hier aus Haus der Arbeiterjugend oder irgendetwas in Bitburg. Da waren wir dort drin und haben also das Ganze mal im großen Festzelt erlebt und das war ein irrsinniges Erlebnis. Und wir haben Autokorso nachher gemacht. Alles, was dazugehört. Alles, was dazugehört. Was man für eine Fußball-WM. Alles perfekt. Wunderbar. Dann können beide Sachen vom Tisch? Oder ja. Haben Sie... Nee, ich habe den Eindruck, Sie wollen da noch was. Nee, ich habe mir überlegt, wenn ich die Tasse am Boden stelle und nachher drüber stolpere. Aber wir stellen sie runter. Wir stellen sie runter. Wir wollen den Tisch sukzessive leer räumen. Gut, wir sind bald am Ende unserer Zeit. Jetzt gehen wir mal ganz kurz die Punkte durch. Was haben wir noch? Wir haben nicht mehr viel. Wir haben zwei Sachen stehen noch hier und eine Sache hängt drohend über uns. Eine Sache hängt drohend über uns. Kann das mal irgendwie da erfasst werden? Und... Also natürlich hängen viele Planeten über uns, aber einer ist besonders groß und schwarz. Ja, das ist einer dieser Objekte, die letztlich in diese Arbeitswelt von Douglas Adams aufgenommen werden können. Dort ist übrigens, wenn Sie das mal kurz zeigen, dort gibt es auch einen schwarzen Planeten. Ja, hier. Oberhalb von dem gelben Raumschiff. Ja, aber der ist das Entscheidende. Ja. Und das Pendant ist dieser Planet hier. Und der ist in einem Blog vor 4-5 Wochen behandelt worden und hat den wunderschönen Titel Der schwarze Mitarbeiterabbauplanet. Ja, und das müssen Sie mir erklären. Wir waren auf einer Veranstaltung und die Veranstaltung war für mich vollkommen frustrierend. Weil ich bin dort hingegangen und habe also erzählt, also ihr müsst euch um eure Mitarbeiter kümmern und wenn die unzufrieden sind, gehen die. Und wenn das und das passiert, werden sie erst recht gehen und Mitarbeiter halten ist ja ein wichtiger Punkt. Und dann zeigt ein Vertreter eines namhaften deutschen Unternehmens auf, das ich jetzt nicht übers Fernsehen outen will, und sagt, super, können Sie mir das schriftlich geben?
was wie. Weiter, nee, wir sind gerade dabei, Systeme zu überlegen, wie wir endlich unsere Mitarbeiter loswerden. Und wenn ich genaue Mechanismen rauskriege, was die Mitarbeiter ärgert, kann ich auf diese Art und Weise endlich die Mitarbeiter loskriegen, die ich alle loskriegen will. War ich vollkommen von der Rolle, da kann man nicht warten. Da habe ich gesagt, ja okay, selbst wenn die noch bleiben würden oder gehen wollen, das ist ja eine Ineffizienz, wenn die Zeit jetzt mit diesem Grübeln verbringen. Mhm. Meinte, nee, Herr Scholz, das ist gar keine Ineffizienz. Wir haben so viele Mitarbeiter, die können gar nicht ineffizient sein, wir haben sowieso viel zu viel. Das heißt, welches immer Argument ich auch gebracht habe, so gesehen bitte nachlesen unter FAZ Jobnet, ja. Welches Argument ich auch immer gebracht habe, der schwarze Mitarbeiterplanet hat mir jedes Argument kaputt gemacht. Und deswegen auch der Rat und also dieser der Anhalter durch die Arbeitswelt soll ja auch ein Ratgeber sein. Ja. Der eindeutige Rat an Bewerber und an Mitarbeiter, wirklich zu prüfen, ob ihr Unternehmen in die Kategorie schwarzer Mitarbeiterabbauplanet fällt. Mhm. Das heißt, egal was auf der Werbeplattform draufsteht, siehe vorne, was wir über die Internetplattform geschrieben haben, die Idee rauskriegen, was ist das für ein Unternehmen? Und das kann man ja rauskriegen. Man kann sich da erkundigen, das steht im Internet, es gibt tausend Möglichkeiten, das rauszukriegen. Ja, ja. Und sobald man lokalisiert, dass ein Unternehmen so ein Unternehmen ist, Finger weg davon. Hm. Das ist der Rat des Reiseführers. Schwarzer Mitarbeiterablaufplanet. Das, man sollte es nicht glauben. Also man sollte es nicht glauben und mir tut es leid, dass ich das jetzt ehrlich aufgenommen habe, dieses Gespräch. Ja. In Zukunft werde ich mir immer so eine kleine Spiker mitnehmen, wo ich mal drauf drücke, wenn die reden. Mir tut es auch leid, dass man das jetzt hier nicht richtig outen kann, weil es ist fassungslos, mit welcher Frechheit und Unverfrorenheit manche Leute auf Kongressen auftreten, sich als einen guten Arbeitgeber darstellen und dann umgekehrt derartige Personalpraktiken machen, die also fern von Gut und Böse sind. Naja. So gesehen schwebt über uns dieser Planet, der schwarze Mitarbeiterablaufplanet. Okay. Und so gesehen soll das Universum der Arbeitswelt sich sukzessive mit solchen Objekten füllen. Und das ist eigentlich die Zielsetzung der ganzen Geschichte. Dann lieber schnell nochmal zu was Erfreulichem. Genau. Denn damit, mit dem schwarzen Abbauplaneten, können wir die Sendung nicht beenden. Was Schönes? Eines haben wir vergessen, unser Buch haben wir vergessen. Haben wir vergessen, oder? Vielleicht bringt uns noch jemand das Buch rein und wir halten das nachher noch werbetechnisch schön in die Kamera. Das Buch noch bringen. Das Medienhandbuch, das tatsächlich, das brauchen wir noch. Das haben wir irgendwie vergessen. Also dann noch drei erfreuliche Sachen. Wir beginnen mit einem, auch wieder einem Pokal. Genau. Einen schönen Preis. Wir haben wieder, wie so vor seit vielen Jahren, unseren Best Person Award gemacht, wo mittelständische Unternehmen ausgezeichnet werden, die gute Personalarbeit machen. Mhm. Haben wir diesmal bei SAP gemacht, eine faszinierende Veranstaltung. Hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben wirklich eine ganze Reihe von Unternehmen wieder lokalisiert, die eine sehr, ja, hereinbringen, nicht so schüchtern. Das ist unser Regisseur, traut sie nicht rein. Also, der ist doch sonst nicht so schüchtern. Dann wollen Sie sich bitte kurz ins Bild lächeln. Ja, okay, gut. So. Das heißt, auch hier wieder nochmal kurz, wer erfasst das gerade? Wollen Sie das nochmal erfassen? Super. So gesehen, bitte Appell mitmachen. Best First Award. Mittelständische Unternehmen, bitte beteiligt euch. Es kostet auch nichts, bringt aber viel. So gesehen, wertvoll. Und manche gewinnen auch einen Würfel. Das war ein Sonderpreis, der wurde nicht abgeholt, aber das war ein Prototyp, damit ich einen Schreibtisch habe. Und die Personalarbeit wird besser? Die Personalarbeit wird... Weil Sie machen es ja seit Jahren jetzt. Das ist ein wichtiger Punkt. Personalarbeit wird in vielen Bereichen besser. Mhm. Es gibt weiterhin Schwachstellen. Personalbedarfsplanung ist Schwachstelle. Mhm. Also wie viele Mitarbeiter brauche ich eigentlich wirklich? Personalführung, Personalkommunikation fängt an wirklich besser zu werden. Gerade im Mittelstand ist Personalentwicklung immer noch ein Defizit. Mhm. Aber insgesamt tut sich sehr vieles. Und wir werden auch im nächsten Jahr im Personalmagazin zusammen eine Reihe machen, wo wir die Best Cases veröffentlichen. Ja. Und nächstes Jahr auch eine Veranstaltung machen, wo wir das Ganze nochmal präsentieren. Mhm. Also erfreulich. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, jetzt kommt es zu dem, was wir letztlich hier fast vergessen haben. Ja, und was wir... Wie kann es eigentlich sowas passieren? Ich habe den ganzen Tag, hatte ich es schon vergessen, weil wir es letztes Jahr schon in einer etwas anderen Form in der Sendung hatten. Hatten wir. Und deswegen habe ich den ganzen Tag nicht daran gedacht. Und vorhin haben wir gesagt, wir müssen es mit reinnehmen. Aber dann ist es doch wieder aus dem Sinn gewesen. Und zwar hatten wir den Stapel, die 1000 Seiten Ausdruck, DIN A4 Manuskriptseiten, die wir einen Tag vor der Weihnachtssendung an den Verlag geschickt hatten. Die hatten wir hier auf dem Tisch liegen. Und deswegen war das Buch für mich mental irgendwie schon Weihnachtssendung in der Weihnachtssendung abdiskutiert. Jetzt seit Februar ist das Buch tatsächlich auf dem Markt, ist zu erwerben.
Und wir bräuchten eigentlich wie Stefan Raab so einen Schaukasten, genau, wo das so reinstellen kann und mit genau, Blinklichtern und so weiter. Jetzt so einen Knopf, wo wir Applaus kriegen. Jetzt müsste eigentlich noch Applaus kommen. Ja, ja, das funktioniert doch. Technik, die begeistert. Anders als Stefan, die begeistert. Ja, begeistert, absolut. Wir haben einen virtuellen Knopf. Ja, das Buch ist Springer Verlag erschienen. Namhafte Autoren sind dort drinnen, muss man klar sagen. Alles, was das Medienmanagement und die Medienökonomie in Deutschland zu bieten hat. Ja, nicht nur aus Deutschland, es sind auch Ausländer dabei. Interviews, Ellie Noam ist drin, Evelyn Mai aus China, China ist dabei, John Levine ist dabei und verschiedene andere ganz bekannte Autoren, Picard, Wildman ist dabei, etc. Also sehr viele bekannte Autoren, Fritz Pleitgen ist drinnen, etc. Also ein Buch, das uns sehr, sehr viel Arbeit gemacht hat, bis das wirklich so zusammengepasst hat, bis die ganzen Redundanzen draußen waren. Ja, ja. Aber als dieses Ding da lag, war gut, oder? Das war sehr, sehr schön, ja. Das war ein ne? super Tag. Ja, man kann jetzt nicht sagen, für alle die noch keine Weihnachtsgeschenke haben, kaufen sie dieses Buch. Doch, das können wir sagen. Dürfen wir das auf Orga-TV? Das dürfen wir sagen. Also für alle, die noch keine Weihnachtsgeschenke haben, wir freuen uns über jeden. Wir freuen uns, ist aber teuer, man bekommt fast ein iPod. Ich weiß. Ein kleinen iPod zu dem Preis. Wir sind aber ehrlich. Ja, muss man ja sagen. Aber es ist ein gutes Buch. Es ist ein gutes Buch. Also egal, auch wenn es nur ein Exemplar verkauft wird. Das Buch ist gut und das gefällt mir. Okay? Runter vom Tisch. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. So, und jetzt steht noch eine Sache auf dem Tisch. Die ist, ja, auch der Abschluss vielleicht unserer Sendung, hat auch was mit Orga-TV zu tun. Richtig, also wir hatten im letzten Jahr ein neues Sendeformat. Die letzte Gruppe war in dem Punkt sehr kreativ. Nicht, dass die jetzige Gruppe nicht kreativ ist, das möchte ich hier mal wirklich anbringen. Die letzte Gruppe hat ein neues Format entwickelt, das war eine Kochsendung. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Köche gegeneinander antreten lassen. Koch von der Mensa und Koch von... Philosophencafé. Philosophencafé. Die mussten also gegeneinander kochen unter ganz strengen Regeln. Und wir mussten nachher eine Juryentscheidung herbeiführen und mussten alles aufessen. Wir durften alles aufessen. Und das Ganze entstand vorher dadurch, dass wir also von dem Orga-TV-Team ein Souvenir bekommen haben. Mhm. Das war eben von der anderen Generation und in diesem Zusammenhang eben die Kochsendung. Und das leitet über zum Ende unserer Veranstaltung heute. Ja, zu dem, was wir heute Abend also noch machen. Also die Sendung zumindest. In der Sendung. Jetzt beginnt erst die Weihnachtsfeier. Denn Kochsendung hat was zu tun mit was essen und mit was trinken. Richtig. Und das werden wir gleich nach der Sendung machen, oder? Das werden wir dort machen und damit beschließen wir die heutige Sendung. Wir wünschen unser Publikum, wir gehen jetzt mal kollektiv in diese Kamera dort. Ja. Wenn die Kamera uns erfasst, wir wünschen unserem Publikum zu Hause an den Fernsehern, zu Hause an den Computermonitoren, zu Hause an den Windows-Rechnern, zu Hause an den iPods, wenn man das darüber anguckt, die ganzen Apple-Geräte, alle, die uns zugucken, wünschen wir ein frohes Weihnachten, ein gutes neues Jahr und auch Wiedersehen bei Gelegenheit bei Orga TV. Tschüss. Bis dann. Tschüss und Abspann. So ein wunderbarer Weihnachtsmann. Das ist gut, gell?